Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von X Rebirth. Ja, ich habe ja euch beim letzten Mal allein gelassen mit dem Warentransfer von Schiff zu Schiff und wir wollen mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Aber ich vermute, ich weiß ja schon, das wird ähnlich ablaufen wie beim Warentransfer. Bereit zur Warenauslieferung. Vom Schiff zur Station. Die Lasten-UFVs vom leere Lasten-UFVs vom Buster fliegen jetzt zur Groft, um hier beladen zu werden, und volle Lasten-UFVs von Groft fliegen Richtung Buster. Hier sehen wir es auch. Da ist was drauf, da ist nichts drauf. Also auf der Groft ist was drauf und das fliegt zu Buster und so weiter und so fort. Deswegen habe ich auch relativ viel Lasten-UFVs. Also jedes Schiff hat bei mir 10 Lasten-UFVs bekommen. Damit der Waren darauf vor, Waren in Empfang zu nehmen. Danke. Das ist halt dann das Verwissen, dass die Waren transferiert werden. Dass der Warentransfer einfach schneller geht. Also die Stationen bekommen dann auch relativ viele Waren. Der Grund, warum ich eigentlich schon so viele Schiffe habe, ist nicht nur der, dass ich handeln kann, sondern die Station, die mir schon vorschwebt, die wir uns später holen werden, ist der, dass diese Schiffe dann direkt an die Station gebunden werden, um für die Station den Handel zu treiben. Wobei es aktuell noch so aussieht, ich hoffe, bis wir soweit sind, ist das irgendwie weggepatcht worden, dass die Station nur aktiv Ressourcen einkaufen, aber nicht aktiv produzierte Waren verkaufen. Das muss wohl noch immer manuell gemacht werden, was ich ein bisschen blöd finde. Ehrlich gesagt, also... Deal im Sack hier. Ich informiere Sie in Kürze. Was, du hast Geld dafür gekriegt? Da ist Geld geflossen zwischen den beiden? Das ist ja mal komisch. Warum ist denn da Geld geflossen? Das ist aber nicht so ganz die feine Englische, meine Damen und Herren. Das sollte so nicht sein. Jedenfalls nicht nach... Mutti? Das gibt einen Kratzer am Lack. Ah. Wie gut, dass die keine Collie haben. Sie haben hier das Heft gehalten, nicht? Neuer Befehl. Sammle Ressourcen. Dort. Wähle die Ressource, die du sammeln möchtest. Jetzt. Kapitän, wir wollen ein paar Asteroiden abbauen. Sammelvorgang läuft. Hoffen wir, dass unsere Drohnen im Anschluss alle wieder heimkehren. Ja, ja, werden sie schon. So. Buster, für dich habe ich auch einen Auftrag. Und zwar handelt es sich. Wir sind bereit für neue Befehle. Massengut-Transport Buster. Du gehst auf den Verkauf. Und zwar Massengut Erz. Für 11. Komm, mittlerweile wollen die 11 haben. Ja, dann würde ich sagen. Wie viele möchten Sie? Alle übrig bleibenden finanziellen Mittel werden zurück auf Ihr Konto transferiert. Oh, Sie könnten mich damit allerdings auch zu einem schönen Abendessen einladen. Nein. Autsch, 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 autsch. Wer tut mir weh? Ach, der Bastard wieder. Hat er mich wieder mitgezogen. Ja, 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 der Bastard. Nee, der Schiff zündet nämlich gleich den Turbo und hat mich dann gerade wieder mitgezogen, weil ich irgendwie wieder in den... Also ich würde es nennen Gravitationssog, aber laut Entwicklerteam ist das kein Gravitationssog, der mich damit zieht, sondern mein Bordcomputer klingt sich an den Bordcomputer des größeren Schiffes an und gleicht meine Geschwindigkeit an der des größeren Schiffes an. So, das ist doch... Nee, das war die Dwarft. Ach, die Dwarft hat mich gerammt, nicht die Bastard. Habe ich jetzt den Bastard zu falsch beschuldigt? Hm, egal. So, wenn ja, dann tut's mir leid. Was ist denn hier schon wieder los? Yay. So, was haben wir jetzt noch vor heute in dieser Folge? Ich weiß es noch nicht. Ja, Folge, was ist denn hier schon los? Also die Station ist ein bisschen mitgenommen aus. Yep, hier fand ja gerade noch ein schöner Kampf statt, als wir hier angekommen sind. Und wie wir sehen, ja, hat dieser Kampf die Station ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Hier ist einiges zerlegt worden. All dieses farblich so komisch dargestellte.
sind zerstörte Bestandteile der Station. Und ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen die Wirtschaft ankurbelt, dass jetzt wirklich Ressourcen eingekauft werden müssen von der Station bis zum Gehtnichtmehr, um hier Reparaturarbeiten durchzuführen. Aber naja, ich vermute mal, dass das Ding nicht so sein wird. Und was haben wir jetzt vor? Ich würde sagen, ja, da wird schon wieder gefightet. Ich würde sagen, wir begeben uns mal wieder in den Philadi-Raum. Boah, Hilfe, ich will nicht mitspielen. Lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ich will überhaupt nichts mit eurem blöden kleinen Gefecht hier zu tun haben. Ja. Erreiche der dritte Herzog. Oh, warte mal, was liegt denn hier alles drin? Was soll man denn da? Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Bla. Nein, ich will jetzt nichts mit diesem kleinen Krieg zu tun haben. Das ist ein bisschen nervig. Dieses ständige Kleingebettle. Diese Mini-Schlachten. Stationen werden zerstört, repariert. Also, ich gehe davon aus, dass sie werden sich wohl reparieren. Das ist so. Das ist Fakt, dass sie sich reparieren. Die Stationen. Aber ich gehe mal davon aus, das wird leider nicht die Wirtschaft groß ankurbeln. Wir werden es sehen. Das wird wohl. Also ist ein ordentlicher Bestandteil, dass die Stationen zerstört werden können. Sehe ich vollkommen richtig so, dass das sollte auch so sein. Dass die Stationen zerstörbar sind oder ihre Bestandteile zerstörbar sind. Was ich nur gut fände, wäre dann, wenn jetzt der Stationsinhaber oder Eigentümer sagen würde, ja, pass auf, Station XY ist kaputt, zur Reparatur brauche ich sag jetzt mal, 50% von den Ressourcen, die der Neubau dieses Bestandteils kosten würde. Beispiel, die Schüssel kostet mich jetzt. Die Handel abgeschlossen. Bericht erfolgt in Kürze. Das ist gut. Neue Koordinaten an sagen wir, Schiffe. Der Stationsbau für den Bestandteil, jetzt meinetwegen hier für den Tank, hier nur für diesen Tank, würde mich kosten, Ressourcen im Gesamtwert, ich sage jetzt nur einen Wert, von 15 Millionen Credits. Denn sollte mich die Reparatur des zerstörten Bestandteils vielleicht 7,5 Millionen Credits kosten an Ressourcen. Und auch von jeder Ressource, die verwendet wird, halt einfach die Hälfte im Prinzip. Also wenn da vorher 2000 Metallpanzerungen und davon, oder jeweils den halben Wert davon brauche ich zum Reparieren, das würde, fände ich zumindest zeitgleich den Sinn der Zerstörbarkeit steigern und B, im Nachhinein noch mit die Wirtschaft ankurbeln, weil wenn die Station jetzt angegriffen wird von NPCs, auch wenn es eine NPC-Station ist, muss dieser NPC jetzt seine Frachter dafür einsetzen, um rumzufliegen und Sachen zu kaufen. Besser wäre es natürlich auch, wenn die Station aktiv verkaufen würde. Ich also einer Station sagen könnte, pass auf, Transporter XY, das war es glaube ich auch in den ganzen alten Stationen, dass ich sagen konnte, Station XY bekommt jetzt meinetwegen eine Teladigaya als Übertrage neue Koordinaten an uns zugesetzt. Folgende Schiffe. Und der Teladigaya soll nur Waren verkaufen. Dann habe ich ihn früher immer genannt, Verkauf, Stationsname. Und dann war der halt dauerhaft für mich dafür zuständig, wenn der an der Station angelockt war, dass ich den vollklatsche und gesagt habe, ja, pass auf, jetzt bist du vollklatscht und jetzt verkaufst du diese Ressource. Entweder ich habe es kombiniert mit einem damals noch existierenden Stations- bzw. Universumshändler und habe dann immer gesagt, ja, jetzt bist du voll, jetzt bist du halt wieder Händler und jetzt darfst du den Plumperquatsch irgendwo günstig oder für uns günstig zum teuersten Preis verkaufen. Oder ich hatte schon in den verschiedensten Bereichen Spionagesatelliten ausgesetzt. Das ist jetzt ähnlich wie hier der Händler. Wir bereiten uns auf den Erhalt der Waren vor. Wie jetzt hier das Handelsupgrade, also der Handelsinformant, den man haben kann. Und denn durch die Navigationssatelliten konnte ich wirklich die aktuellsten Angebote sehen. Wer kauft zu welchem Preis ein oder verkauft zu welchem Preis weiter. Und noch da. Aktuell. Okay, setze HUD und Scanner zurück. Wir hatten noch einen Scanner. Deaktiviert. Ich kann wieder an. Egal, wir machen fünfmal. Kalibriere HUD. Und wenn ich dann halt unterwegs war, konnte ich sagen, dass jetzt das Schiff meinetwegen die Sachen verkaufen soll. Und dann habe ich gesehen, okay, Station XY hat ein leeres Lager verkauft.
Energiezellen, meinetwegen jetzt zum richtig, oder kauft Energiezellen zum richtig guten Preis. Also ab geht die Luzi, rauf da und Kohle machen. Dann konnte ich dem Schiff das selbstständig sagen. Ich konnte aber auch dem Schiff sagen, das ist jetzt ein Einkäufer für meine Station und habe den halt dementsprechend immer manuell losgeschickt zum Ressourcen kaufen, um diese Station weiter zu unterhalten. Der Deal ist abgeschlossen. Übertrage nun den Bericht. Ja, das ist ja gut. Wir fliegen hier erstmal eine Runde weiter. Ach guck mal, hat er die Ärzte jetzt verkauft, der Buster. Das ist mal schön. Jetzt muss ich aber den Buster eindeutig noch was ändern. Beim Buster. Der Buster bekommt jetzt nämlich einen neuen Vorgesetzten zugewiesen. Und zwar Buster. Zu Ihren Diensten. Neuer Selbstverständlich. Was ist meine neue Aufgabe? Gib mir die Liste. Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Schiffer. Ich höre, Sie haben ein Schiff für mich? Ja, Kapitän. Ja. Wir vermitteln Sie jetzt. Denn, geht klar. Ich so weiß ich, dass der Massentransporter immer in der Nähe vom Schiffer aber ist. Aber vorerst alles beim Alten lassen. Einleuchtend, wie ich finde. So, dann kriegt der Schürfer, jetzt sehen wir es nämlich hier durch dieses X. Na, jetzt kriegt der Schürfer auch. Sie haben hier das Heft in der Hand, nicht? Den Befehl, Mannschaft zu verlassen. Hat, glaube ich, jetzt immer noch den Befehl, dass er Erze abbauen soll. Sammle Ressourcen, genau. Und die alle kriegen jetzt auch mal den Befehl, dass sie volle Aufmerksamkeit. Meine Staffel verlassen sollen. Genau wie er. Hallo Sir, es freut mich sehr, Ihnen helfen zu dürfen. Ich verlasse Ihre Staffel. Was Staffel verlassen bedeutet, dass diese Schiffe sich immer in der oder dort aufhalten, wo sie zuletzt ihren Handel abgeschlossen haben. Das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen blöd. Ah, wir sortieren das nochmal ein bisschen um. Was wollen Sie? Ein Vorgesetzten zuweisen. Was ist meine neue Anstellung? Ich glaube, die kriegen eben alle den Schürfer. Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Als dauerhaften Vorgesetzten. Weil so halt die sich auf jeden Fall aus dem Ladensektor fern. Weil ich finde ihn immer noch ein bisschen arg gefährlich für Schiffe. Übernehmen, aber vorerst alles beim Alten lassen. Einleuchtend, wie ich finde. Genau. So, Flüssigkeitstransport, der fliegt jetzt nämlich hier bei uns gerade rum. Hat nichts zu tun. Hallo Sir, es freut mich sehr, Ihnen helfen zu dürfen. Und der würde hier den Bereich auch nicht verlassen, weil ich für sich halt neuen Handels... Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Neuen Handelsauftrag geben und sagen, die irgendwo hinkauft, verkaufe. Und dann würde er bei der Station, wo er zuletzt verkauft hat, bleiben. Ich werde mich per Sprung dorthin begeben und mich Ihrer Flotte anschließen. Übernehmen, aber vorerst alles beim Alten lassen. Dass man das hier alles nicht abkürzen kann, ist ein bisschen nervig, weil wir durch Leertastendruck... Oder Leertaste wäre kacke. Und... Hallo Sir, es freut mich sehr, Ihnen helfen zu dürfen. Ja, Sir, was ist meine neue Aufgabe? Gib mir die Liste. Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Ich höre, Sie haben ein Schiff für mich? Ja, Kapitän, wir vermitteln Sie jetzt. Jawohl, ich werde mich per Sprung dorthin begeben und mich Ihrer Flotte anschließen. Übernehmen, aber vorerst alles beim Alten lassen. Einleuchtend, wie ich finde. Ja. So, das haben wir erledigt und jetzt gucken wir mal direkt wieder die Handelsaufträge rein. Wer hat gerade nichts zu tun? Schürfer kriegt sowieso nichts zu tun. Und ich kann nur dem Schürfer, der meiner Flotte angeschlossen ist, Befehl erteilen. Das ist doch der... da! Bitte, EgoSoft, ändert das. Kann doch nicht sein, dass ich nur dem Schürfer, der jetzt meiner Flotte angeschlossen ist, nur dem Handelsbefehl geben kann. Das ist doch kacke. Das ist doch eindeutig kacke. Ja, egal. So, wir machen das, was wir vorhaben heute. Muss ich hier noch ein bisschen in der Folge vorhaben. Und zwar wollte ich noch ein bisschen die Teladi-Gebiete erkunden. Habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Und wir schauen mal, wie wir hier rumkommen. Da blinkt irgendwas. Ich vermute, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das Bojen, die uns den sicheren Pfad hier durch diesen ollen Nebel zeigen. Wenn wir nämlich von Boje zu Boje fliegen, sollte uns theoretisch nichts passieren. Also, theoretisch. Nehmen wir mal auch noch einen Langstreckenscanner an.
Da leuchtet was auf, ist uninteressant. Da leuchtet etwas in Rot auf. Das könnte wieder existieren. Und bitte erinnert mich dran in den Kommentaren, ich brauche eine Schilddrohne. Denn die Schilddrohne würde unser Schild wieder auffrischen, wenn unser Schild angeschlagen ist, und dementsprechend den Turbo-Boost auffrischen, weil sich ja aus derselben, also der Turbo und die Schilde bedienen sich ja aus derselben Quelle von unserem Schiff. So, du bist ein roter Container. So. Okay, langsam. Ein Sicherheitscontainer. Also alle Container sind übrigens aktuell Sicherheitscontainer und haben verschiedene Anzahlen an Schlössern. Der hat jetzt hier zum Beispiel nur ein einziges Schloss. Das ist das große, was hier blinkt. Andere haben 4 Schlösser. Also 2, 3, 4 Schlösser gibt es noch. Und die müssen wir jetzt öffnen. Einfachste Möglichkeit zu öffnen ist, finde ich, Bergbauleser. Bergbauleser macht nicht so viel Schaden. Und dadurch öffnen sich die Container relativ schnell. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Und schon haben wir die Waren eingesammelt. Ich glaube, die größte, ich hatte, war bisher ein 4-Schloss-Container. Und da ist, boah, hört auf, was da rausgekommen ist. Also Massen an Zeug. Und ich glaube, das war schon wieder für diese Folge. Wir haben schon ein bisschen mehr aufgenommen, eindeutig mehr aufgenommen. Ein bisschen überzogen. Und wir schauen uns in der nächsten Folge, würde ich mal eiskalt sagen, drehen wir mal um, schauen wir uns mal die Aufträge an. Es gibt ja schließlich noch Aufträge, die man machen kann. Man hat ja in X auch noch mehr zu tun, als gut zu handeln. Man kann zum Beispiel noch Aufträge erfüllen. Und die würde ich sagen, schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Also ich hoffe, eure Folge hat euch gefallen. Wie immer, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kommentare unten in die Kommentare-Box. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis denne. Tschö.